Ach Freunde, was ist das für ein Leben? Ich chill einfach mal in meinem eigenen Whirlpool, in meinem eigenen Penthouse. Hab das Leben auf jeden Fall geschafft und jetzt kann ich mir alles kaufen, was ich möchte. Und deswegen werden wir uns heute auch das neue Auto kaufen, was jetzt rausgekommen ist, Leute. Wenn ihr darauf gehypt seid, lasst uns mal ein Like da, lasst uns mal die 3000 Likes schaffen und haut mal auf den Abo-Button. Wenn ihr sehen wollt, wie heftig das Auto ist, Leute, haut noch auf die Glocke, dass ihr keine Benachrichtigung mehr verpasst. Und komm, stimmen jetzt mal auf hier, es wird langsam ganz schön kalt im Pool. Und ziehen wir hier wieder unsere Klamotten an, beziehungsweise unseren schicken Anzug. Und gehen dann mal ins Internet, Freunde, weil da haben wir auch bei Legendary Motorsport krasse Autos, Freunde. Richtig krasse Autos. Und hier haben wir einmal den Progen Emerus. Das ist ein richtig geiles Auto. Für 2,75 Millionen. Und beziehungsweise doch, ja, 2,75 Millionen. Und der Wagen ist teurer als der hier, der Bugatti Divo oder so heißt er, glaube ich. Also deswegen holen wir uns jetzt mal hier den Wagen für 2,7 Millionen. Ihr seht schon, es gibt ein neues Prinzip für wegweisendes Fahrzeugdesign. Intuition. Bla bla bla, Freunde. Komm, holen wir uns jetzt den einfach in schwarz. Erstmal kann man natürlich noch die Farbe ändern. Und dann bestellen wir uns den Wagen. Und dann am besten mal in unsere Arena-Werkstatt. Weil in der Arena-Werkstatt kann man richtig geil unsere Autos tunen. Und komm, 2,75 Millionen erstmal schon mal losgeworden. Und dann geht da noch richtig viel Geld aufs Tuning rauf. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der Garage. Und angekommen in der Werkstatt sehen wir uns einfach hier gerade mal das Auto an. Und guckt euch mal dieses schöne Ding hier an, ne? Dachte ich mal auf den ersten Blick, dass es hier noch ein Cabrio ist, weil das so ein bisschen komisch aussah. Aber nope, Freunde, das ist ein Coupé. Und ihr seht einfach mal, wie geil dieses Auto sieht. Also ich feiere das von der Optik auf jeden Fall mega. Bin ich mal gespannt, ob es auch wirklich so gut ist, wie es aussieht. Und steigen wir ein. Schon mal ganz normale Türen. Also keine, die jetzt irgendwie Butterfly-mäßig sind, sondern ganz normale Türen. Und deswegen modifizieren wir jetzt mal das Fahrzeug. Und das Erste, was man natürlich erstmal braucht im Online-Modus bei GTA, weil ihr wisst alle Bescheid, wie verrückt die Online-Modi sind oder beziehungsweise wie der geworden ist. Erstmal eine Panzerung drauf, Freunde, und zwar im Wert von 50.000 Dollar und wir uns die für 100%. Zack, dann, was brauchen wir nach Panzerung? Natürlich Bremsen bei so einem Wagen, der sogar hier, wie ich das gerade sehe, eine Tür hat, wo man durchgucken kann. Freunde, guck mal, man kann hier einfach durchgucken. WTF, auf jeden Fall geile Optik, gibt es bei keinem anderen Wagen, dass man durch die Tür gucken kann. Na gut, kaufen wir uns jetzt hier die Rennbremse für 35.000 Dollar. Zack, gekauft. Nachdem man sich auch Rennbremse geholt hat, ist logisch, dass man sich dann auch noch den Motor erweitert, weil wozu holt man sich Rennbremsen, wenn der Motor nicht wirklich groß aufgemotzt ist oder allgemein nicht dann heftig am Start ist. So, natürlich EMS-Verbesserungsstufe 4. Auspuff natürlich, haben wir jetzt noch verschiedene Möglichkeiten, hier einen Auspuff zu nehmen. Und ich würde mal kurz Gas geben. Und dann sehen wir auch den Auspuff, einmal den Box-Auspuff, der sieht auch ganz cool aus, sieht so ein bisschen aus wie so ein Trichter. Geteilter Auspuff, Doppelbox-Auspuff, unterteilter Auspuff oder radiale Auspuffe. Und ich finde, radial sieht richtig böse aus. Könnte man denken, dass Abonnenten so ein kleines, also wirklich nur so minimal aussieht wie eine Corvette. Also ganz, 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 ganz wenig. Aber wenn man sich das ein bisschen vorstellt, sich ein bisschen reinbildet, dann geht das schon, Freunde. So, Kühlergrill. Haben wir vorne auch nochmal richtig viele Möglichkeiten, was für einen Kühlergrill wir reinhauen. Haben wir den Rennsplitter. Carbon-Rennsplitter, gut, na gut. Kühlergrill ist nicht wirklich. Ja, Freunde, die Frontdingens, ne? Die Frontstoßstange. So, aber Carbon-Rennsplitter, Sportsplitter, Carbon-Sportsplitter, GT-Splitter und Carbon-GT-Splitter. Und ich würde einfach mal sagen, irgendwie sieht das ein bisschen hässlich aus. Ich weiß nicht, warum das manchmal so übertrieben aussieht. Aber da wir den mal jetzt voll aufmotzen wollen, gucken wir einfach mal, wie das denn aussieht mit Carbon-GT-Splitter. Hupe haben wir auch noch die Möglichkeit, in die Clownsuppe reinzuhauen. Leute, ihr wisst Bescheid, Clownsuppe muss immer am Start sein. Lichter haben wir auch vorne die Möglichkeit, weil wir auch in der Arena wieder sind, die geilen Lichter reinzumachen. Also wirklich auch rote Lichter und so. Da ich aber noch nicht weiß, was ich nehmen werde, mache ich jetzt erstmal violette Scheinwerfer, also welche Farbe ich nehmen werde vom Auto. Mache ich erstmal violett, kann man nichts mit falsch machen, kann man natürlich auch immer noch ändern. Neon-Kids haben wir auch erstmal drauf, die weißen und machen dann auch nochmal hier violett drauf, weil ich muss sagen, ich finde, dieses Violett hat echt eine richtig, richtig geile Optik, so gerade jetzt auf jeden Fall bei dem Auto. Feiere ich irgendwie, hat so ein bisschen auch so Tokyo Drift Style, mal gucken. Design, haben wir jetzt auch noch 11 verschiedene Designs, die wir auswählen können. Einmal nur einen weißen Streifen, also einen ganz schön dicken weißen Streifen vorne. Schwarzen Streifen sieht man jetzt natürlich nicht so gut, roten Streifen, weiße Doppelstreifen, dass man hinten quasi die Streifen doppelt hat. Rennlackierung, also dass es aussieht wie ein Rennauto, Red Road Racing, also halt auch wieder die ganzen Werbedinger hier. Die finde ich aber alle irgendwie nicht so geil, deswegen würde ich einfach mal, ja, ist schon schwierig zu sagen, ne? Ich glaube, ich nehme einfach keine erstmal, das kann man auch im Endeffekt ändern, weil ich muss sagen, Designs, die sprechen mich nicht wirklich an. Also Designs sind so Dinger, die mich nicht wirklich ansprechen. So, hier können wir auch Spiegel ändern, das gibt es auch nicht so bei häufig so bei Autos. Da können wir aber halt auch nur so
serienmäßig Spiegel-Sekundärfahrer oder Carbon machen. Und ich würde einfach mal sagen, nehmen wir Carbon, weil wir auch vorne die Carbon-Frontstange bzw. auch Kühlergrill haben. So, Nummernschild hauen wir auch nochmal in Schwarz rauf. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus, immer gelb auf Schwarz. Lackierung. Kommen wir jetzt zu der Lackierung. Ich muss irgendwie sagen, dass ich dieses Schwarz gerade ganz schön böse finde. So ein bisschen Knight Rider-mäßig auch mit den Scheinwerfern vorne. Aber ich gucke jetzt eben, was wir noch hier für geile Farben haben, Leute. Ey, und ich weiß nicht warum, Leute, aber ich finde, gebürsteter schwarzer Stahl sieht irgendwie richtig geil aus. Ich weiß, Leute, ich weiß nicht warum, aber es sieht irgendwie bei dem Wagen richtig geil aus. Also ist, wie gesagt, immer Geschmackssache, muss jeder natürlich nachher selber tun, wie er will. Ich zeige ihn natürlich auch erstmal nur. Aber ich muss sagen, das sieht richtig hammermäßig aus. Deswegen haben wir auch noch mehr wieder den gebürsteten schwarzen Stahl rauf. Aber bei Sekundärfarbe erinnert sich, glaube ich, auch nur gefühlt gar nichts. Na gut, kein Plan, holen wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal gebürsteten schwarzen Stahl. Und jetzt haben wir auch noch hier eine Ausstattungsfarbe. Das heißt, im Inneren können wir auch nochmal den Innenraum ein bisschen ändern. Und was sich da jetzt ändert, ist nur die Bedingens. Hier die Naht, die sich natürlich ändert. Da nehmen wir einfach mal ein ganz cooles Lila, glaube ich, weil wir halt auch so lila Scheinwerfer haben. Also wie gesagt, ist halt Geschmackssache so, aber ich finde, dann hält man das in so einer Optik. Das sieht dann natürlich auch gar nicht mehr so schlecht aus. Na gut, ich habe jetzt ein bisschen durchgeguckt und das Lila sieht hier irgendwie nicht so geil aus. Ich hätte mir irgendwie dann eher so ein Pink oder so gewünscht. Aber komm, hauen wir dann einfach mal einen Frostweiß drauf. Damit kann man nichts falsch machen mit so einer Bestichtung. Heißt es Bestichtung? Ach nee, heißt nicht Bestichtung, sondern eher eine Naht, so besser gesagt. Aber ist halt drauf gestickt. Da haben wir auch noch die Lackierung fertig. Das Dach können wir auch noch ändern. Wir können darauf jetzt noch die Primärfarbe machen. Ah, guck mal, in Sekundärfarbe wäre dann wahrscheinlich noch das Dach gewesen. Finde ich, sieht so auf jeden Fall viel, viel geiler aus. Dann haben wir noch Carbondach. Muss ich sagen, geht auch noch klar, aber ist jetzt nicht so mein Fall. Einmal noch das belüftete Dach. Sieht auch echt cool aus. Oder in der Primärfarbe, Sekundärfarbe oder Carbondach. Und das belüftete Dach in der Primär- und Sekundärfarbe, finde ich, sieht mega, mega geil aus. Also feier auf jeden Fall übertrieben. So, und jetzt kommen wir zu der Seitenverkleidung. Hier mit 13, Leute. 13 verschiedene Möglichkeiten, was wir hier auswählen können. Und gucken wir mal durch hier, Primärfarbe, so ein Ding einfach ein bisschen erweitert, dann noch mit Carbon, dann noch hier so ein Teil dran, auch nochmal Carbon und das sieht auf jeden Fall schon mal ordentlich aus, Sportverkleidung, das auch nochmal mit Carbon, aber ich glaube Carbon werde ich vielleicht an den Seiten einfach sein lassen, sieht auf jeden Fall nicht so geil aus. Wir haben noch die GT-Seitenverkleidung und die sieht auf jeden Fall ordentlich aus und wenn wir die mit Carbon machen, dann geht das auf jeden Fall fit. Sieht dann richtig geil aus, Alter. Mit dem Progen-Titel halt noch drauf. Holen wir uns für 18.300 Dollar, Freunde. Und jetzt ändern wir noch den Spoiler. Und das ist der Standard-Spoiler, den ihr hier gerade seht. Das ist der Standard-Spoiler, Leute. Deswegen zack, Spoiler. Und hauen wir dann mal hier. Boah, guck mal, wie geil das aussieht. Was man schon beim Spoiler machen kann. Ein bisschen hier die Spoiler noch ändern. Boah, Alter, was es hier für kranke Spoiler gibt, ne? Nicht mehr normal. 25 verschiedene Stück. Und so finde ich das schon mal sehr, sehr geil. Erinnere mich ein bisschen an so einen Nero. Hier auf jeden Fall auch nochmal ordentlich. Das finde ich am geilsten sogar. Und ja, davon kann man jetzt nicht mehr ordentlich verändern. Also entweder nehme ich den hier oder... Ne, komm, wir nehmen den hier. Sieht einfach viel geiler aus. Der aggressive Spoiler. Und den nehmen wir dann auch nochmal in Schwarz. Haben wir diese schwarz metallgebürstete Optik. Finde ich, sieht sehr, 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 sehr geil aus. Oder in Carbon nehmen wir die am besten noch. Weil wir die anderen Teile auch noch in Carbon haben. Zack, Freunde. Ist der Wagen auf jeden Fall schon mal ganz geil gemacht. Getriebe auch auf 40.000 Dollar hochgetunt mit einem Renngetriebe. Turbo auch nochmal rein für 50.000 Dollar. Und Reifen müssen wir jetzt auch nochmal ändern, weil ich finde, die Reifen sehen bei dem Wagen jetzt irgendwie nicht so geil aus. Auf jeden Fall Chromfelgen reinhauen, aber ich überlege gerade, was man hier am besten nehmen kann. Und deswegen gucke ich mal eben. Also Reifen ist ein ganz kritischer Faktor, ist irgendwie ganz schwer, weil der Wagen halt irgendwie so breit aussieht an den Seiten, sehen die Reifen so klein aus. Nehmen wir jetzt einfach mal die Carbon-Solar-Reifen mit hier auch nochmal, ja, Carbon, wie gesagt, Freunde. So, und dann Felgenfarbe können wir natürlich nicht ändern, weil wir schon Chrom drauf haben. Wir können jetzt noch ein Reifenmuster drauf machen, können wir auch noch machen, das sieht ganz cool aus, glaube ich, mit dem Progentitel auch noch daneben. Aber sonst, Leute, schutzsichere Reifen noch drauf. Können wir auch nicht mehr viel machen. Limousinenfenster natürlich. Und dann war es das auch schon von dem Tuning-Teil. Fahren wir mal aus der Werkstatt raus, Leute. Mit dem Fahrzeug natürlich auch noch. Und dann bin ich mal gespannt, wie der Wagen einfach mal draußen aussieht. So, und draußen angekommen, guckt euch das mal an, wie das in den Lichtern aussieht. Ich finde, das sieht richtig geil aus mit den Lichtern. Aber die erste Sache, die mir schon aufgefallen ist, irgendwie sieht die Seitenverkleidung total dumm aus. Ich finde also, ganz ehrlich, das ist, glaube ich, viel zu weit. Sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Man sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Schlitten von oben. Nicht so geil, würde ich auf jeden Fall gleich noch ändern. Also wenn ihr darauf halt irgendwie noch achten wollt, Leute, empfehle ich euch nicht, die letzte zu nehmen. Auch wenn es cool aussieht mit dem Namen da drauf, aber guckt euch schon mal an, wie das von oben aussieht. Total dulli sieht das aus. So, und sonst hat der Wagen auch ordentlich Tempo drauf. Ich meine, der kann natürlich wieder ordentlich fahren.
Grip ist auch ordentlich am Start. Also man kann auf jeden Fall nicht meckern. Der lenkt sich auch sehr gut. Ich denke mal, bei Rennen sollte der auch optimal sein. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt einer der schnellsten ist. Obwohl er gerade gut abgeht, ne, Leute? Der geht auf jeden Fall gut ab. Da kann man nicht meckern. Also der haut auf jeden Fall gut in die Eisen. Stabile Karre. Boah, ich finde das mit der lilanen Optik vorne, ne, finde ich sehr, sehr geil. Lasst mal ein Like da, wenn es euch auch gefällt, Leute. Und schreibt mal gerne jetzt in die Kommentare, wie ihr den Wagen, in welcher Farbe ihr den getunt hättet oder wie allgemein noch, was ihr noch so geändert hättet. Weil ich finde den so am geilsten, so für meinen Geschmack. Jeder hat natürlich einen anderen Geschmack, ist logisch. Aber sonst soll es dann auch von diesem Video gewesen sein, Freunde. Wenn es euch gefallen hat und ich euch ein bisschen helfen konnte bei der Auswahl, ob ihr den Wagen kaufen sollt oder nicht, dann lasst jetzt gerne nochmal ein Like da. Haut noch gerne auf den Abo-Button, dass ihr nichts mehr von meinem Content verpasst, Freunde. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.